Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und ich stehe hier vor dem Missionsdrescher. Wir haben letztes Mal hier einen Weg über das kleine Feld da vorne gezeichnet, weil kein Weg vorhanden war. Und jetzt will ich hier für dieses Feld, was ich abernten soll in dieser Mission, einfach erstmal einen Kurs generieren. Und das machen wir jetzt. Also, Kurs generieren. Ach so, ich habe es ja schon angestellt auf diesen Teil. Ich will keinen Randkurs zeichnen. Wie kommt denn der da drauf? Ich mache mal die Anzeigen wieder an. Vielleicht hängt es damit zusammen. So, nochmal. Nee, ich will keinen Randkurs. Was ist denn das für ein Quatsch? Ach so, weil ich nicht in der Maschine sitze. Das könnte auch sein. Steigen wir halt mal ein. So. Und haut das jetzt hin. Jawohl, jetzt haben wir hier Shop erstellen. Na also, geht doch. Feldposition, da gehe ich mal hier vorne hin. Das ist die einzige Ausfahrt. Da müssen wir wieder landen. Ah ja, mein anderer Traktor ist mit den letzten drei Ballen am Hof angekommen. Das ist gut. Da kann dort erstmal warten und hat jetzt Pause. Wir haben jetzt hier zu tun. Wir haben 6 Meter Arbeitsbreite. 4 Vorgewände, ich glaube, das lasse ich. Das ist in Ordnung. Wir fangen auf dem Vorgewände an. Wir fangen auch weich an. Ich lasse die 7. Es ist nicht mein Feld. So, mal gucken. Reihen überspringen. Sollte ich da was... Ich mache es nicht, oder? Nee, oder doch. Ich mache es. Ich werde sogar 2 Reihen überspringen. So, schauen wir mal, wie sich das ergibt. Zu umfahren haben wir hier nichts, wie ich gesehen habe auf den ersten Blick, aber ich lasse das mal. Es kann ja sein, dass ich was übersehen habe, weil hier fast auf jedem Feld irgendwas zum Übersehen, also zum, ja, zu übersehen könnte sein. So, was haben wir hier? Feldgrenze. Das ist das jetzt. Jetzt mache ich hier, hier steht, positive Werte reduzieren die Feldgröße, negative Werte vergrößern den Arbeitsbereich. Also, ich gehe ins Positive rein, damit sie nicht so sehr nahe an die Bäume rangehen. Und zwar gehe ich mal mit 1. Ob das ausreichen wird, wird sich zeigen. Mehr möchte ich nicht, sonst büße ich zu viel ein. Oder aber ich muss hier besser überlappen, damit nicht zu viele Inseln stehen bleiben. Ja, vielleicht mache ich das mal so. Ach, an was man da alles so denken muss. Okay, wir probieren das mal aus. Generieren wir mal. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allen Dingen geht es längs zum Feld. Das ist schon mal etwas, was ich gerne mag. Jo, und so richtig weit nach draußen müssen sie, glaube ich, nicht fahren. Und bei den Vorgewänden, die ich jetzt hier integriert habe, sollte der Platz haben zum Drehen, wenn er nicht gleich in die nächste Reihe reinfahren muss. Also, ich denke mal, so lasse ich das. Die 24. Mit 6 Metern. Mhm. Haben wir die 24 schon? Ich glaube nicht. Nö. Feld 24. So. Und da werden wir den Kurs drin speichern in der 24. Wo haben wir das jetzt? Oh, hier ist schon wieder was verkehrt. Wo ist denn jetzt die 24? Ach, hier. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Ja. Also, Feld 24. Dreschen mit 6 Metern. Okay. Zurück. Da werde ich den einfach mal anfangen lassen. Mal gucken, was passiert. Erster Wegpunkt ist gut. Hier haben wir die 24 drinne, hier auch, also kann er loslegen. Wenn sollte der Ertrag nicht ganz reichen, fahre ich von Hand nochmal ringsrum und nehme dann die alleräußerste Kante noch mit. Aber ihr seht, ganz bis ran fährt er nicht. Eine Reihe bleibt wahrscheinlich in etwa stehen, stellenweise. Und so ist das in Ordnung. So gefällt mir das, damit er nicht so weit mit dem Schneidwerk aus dem Feld rausragt und in die Bäume gerät.
Hier auf der geraden Linie ist das ja nicht, aber in den Kurven kann das sehr gut sein da oben und deswegen ist das von mir jetzt so ausgesucht worden. So, ja, der fühlt sich recht schnell. Ich sollte mal schleunigst mich um den Abfahrer kümmern. Der ist hier. Komm mal mit, mein Guter. Ich bring dich da mal hin, wo du hin musst. Das ist ohnehin nicht ganz einfach hier. Jetzt verkammt er dem einen Bauern hier einfach sein Feld. Aber ja, wir haben keine andere Wahl. Es gibt keine Auffahrt. So. Dann stelle ich dich jetzt einfach mal hier so hin. Nicht zu dicht. Ja, so müsste es klappen. Okay. Du hast die Wiese 38 noch drin. Nee, da sind wir ja überhaupt nicht. Wir sind jetzt auf Feld Nummer 24. So. Und du wirst jetzt den Drescher abtanken. Und jetzt muss ich mal gucken, wo der Mais hin soll. Das habe ich überhaupt noch nicht geschaut. Also, hier sind wir. Landhandel LVE. Aha. Landhandel LVE. Wo immer das auch ist. Ich denke mal, ich habe es vielleicht schon integriert. Mal gucken. Schauen wir mal. Verkauf. Also das machen wir mal zu. Verkauf. Da ist er ja schon. Ach, da weiß ich sogar, wo es ist. Ha, ja. Ja. Schüttgut anliefern, das ist hier. Da waren wir schon. Doch, da waren wir schon. Und ich war öfters schon. Mir war jetzt nur die Bezeichnung überhaupt nicht so geläufig. So, ich schalte ihn mal an. Er wartet auf Ruf. Na denn. Wo ist denn der Drescher überhaupt? Es könnte sein, wenn der wieder irgendwo um die Ecke rumsteht, dass die sich überhaupt nicht. Ah ne, der fährt noch. Da hinten ist er. Da, in dem Bereich hier fährt er. Denn wenn der ganz hier vorne ist, hier um die Ecke rum, das funktioniert manchmal nicht mit der Verständigung, habe ich gemerkt. Bei einem anderen Auftrag mal. Aber ja gut. So, jetzt will ich mal weiter switchern. Der ist hier angekommen und hat hier noch was aufgeladen, wie ich gerade sehe. So ein Quatsch. Ja, aber das war klar. Ich hätte die Automatik ausschalten müssen. Dann komm mal rückwärts, mein Gutster. Erst einmal. Nee, die Automatik ist gar nicht an. Okay, warum auch immer der dann geladen hat, keine Ahnung. Muss ich jetzt nicht verstehen. Da habe ich doch dran gedacht. Naja, umso besser. Oder er hat ausgeschalten, weil er angehalten hat und angekommen ist. Und die war doch an. Das kann ganz gut sein. Das ist wahrscheinlich am ehesten der Fall. Jetzt werde ich mal die Linie anmachen hier. Denn das hat sich ja jetzt hier verändert. Der hat hier vorne an der Ecke das schon weggenommen, wie es scheint. Da werde ich das nochmal neu anfahren hier von Hand. Komm mal her, mein Guter. Wir wollen die Ballen da einfach mal abladen gleich. Oh, zu 10% haben wir schon abgeschlossen. Das geht ja flott. So, Abladeseite sollte ja noch links sein, so wie vorhin. Jawohl, war sie auch. Okay, dann haben wir das. Da haben wir hier eine ganze Menge Silageballen stehen jetzt. Um die kümmern wir uns nachher. Aber jetzt will ich mich erstmal um die Missionsgeschichten kümmern hier. Deswegen werde ich den Anhänger. Ach nee, ich brauche den nicht verräumen. Den werden wir noch bei Zeiten gebrauchen. Ich lasse den Zampentraktor hier mal mittendrin stehen, dann ist er nicht im Weg. Dann kann man ringsherum um den Guten herumfahren, im Fall des Falles. Das wird aber nicht passieren, denn ich habe nur diesen einen Traktor. Der andere war ja gemietet, den habe ich abgegeben. So, da schalte ich den Guten mal aus. Und da kümmern wir uns jetzt mal hier um die Geschichte. Ah, der hat hier eine Schneise geschnitten. Und das funktioniert. Er kommt angetudelt. Na, wunderbar. Das ist ja gut. Das ist doch mal was, was funktioniert. Das freut mich jetzt. Aber nicht zu früh freuen. Ich kenne das. Wenn ich mich zu früh freue, oh, dann
Dann kommt's knibbeldicke hinterher. Ich denke mal, ich werde das mal festhalten. Dass ich brauche ja noch ein Foto für dieses Video, ne? So. Gehen wir ein bisschen näher ran noch. Geht's höher? Ja, geht. Ja, ich denke mal, so ist es in Ordnung. So halte ich noch fest. Okay. Dann werde ich euch mal zeigen, was jetzt meine Gedankengänge waren. Ich habe ja mit Gerätschaften, das ist klar, ich habe auch noch nicht so viel Gerätschaften, schon wegen dem Drescher. Aber ich habe speziell diese Mission hier ausgesucht als allererste, weil hier ein vernünftiger Drescher dabei ist und ein vernünftiger Abfahrer. Und es gibt mehrere Missionen, die jetzt hier zum Ernte-Dingsbums gehören. Und zwar hier habe ich noch Feld 1, Feld 5, Feld 15. Das ist alles, wie man sieht, es ist alles Mais. Ne, hier gibt es Sonnenblumen. Okay, aber das ist ja auch dieses Schneidwerk. Aber überall haben sie diesen Drescher. Hier haben sie jetzt auch einen vernünftigen Abfahrer dabei, aber ich wollte diesen Drescher nicht haben. Mit dem habe ich nämlich noch nicht so sehr viel gute Erfahrung gemacht. Dann haben wir hier dieses. Da haben wir auch den Abfahrer. Der Traktor ist okay, aber der Rest ist nicht so ganz meins. Naja. Und die 35 ist auch noch zu ernten. Da haben wir auch Mais. Und dann habe ich die 36 noch zu ernten. Ist ebenfalls Mais. Überall sind diese, ist dieser Abfahrer und größten. Na, hier haben sie auch einen anderen Drescher dabei mal. Und was haben wir denn hier noch? Die ist wohl dazugekommen. Auch Mais. Okay. Also es sind alles Missionen, die mit so einem Drescher, wie ich ihn jetzt da am Laufen habe, geerntet werden können. Und ich habe jetzt extra nicht alle angenommen, damit sie nicht überlappen und sich gegenseitig irgendwie da in die Quere kommen und mit der Berechnung, dass da nachher wieder so ein Theater wird, dass man irgendwo was vergisst. Naja, und jetzt werde ich eine nach der anderen abarbeiten, so schnell, wie ich irgendwie das auf die Reihe kriegen kann. Und ich habe mit der 24 angefangen, weil ich da halt. Aha, jetzt wollte der Weckung, hängt schon in die Bäume. Na fein, warum auch immer. Wo wolltest du denn jetzt hin? Hier durch, etwa da drüben zu dem Punkt? Das funktioniert nicht, mein Guter. Also diesen Abfahrer habe ich halt gewählt. Der hat einen schönen großen Anhänger dran, einen ordentlichen Traktor. Und der Drescher, das ist halt kein, also nicht der, der nicht so gut funktioniert, sondern halt ein Johnny in dem Fall hier. So, da werde ich dem jetzt erst einmal den Saft abschneiden und selber eingreifen. Du kannst nicht da hoch. Das geht doch keinerlei Linie da lang. Warum fährst du da hoch? Warum willst du durch die Bäume kutschen? Das ist Unsinn. Du wartest hier. Fertig. So, du kannst doch hier stehen. Du störst doch niemanden. Außerdem ist das hier doch richtig wie vorgesehen für dich, ne? Ja, so ist das doch. So, jetzt bin ich am Überlegen. Was mache ich mit den Silageballen? Ja, mit den Silageballen. Ich werde mal gucken, wie die Preise aussehen. Denn die behalte ich ja nicht. Die werden verkauft, ganz klar. Aber ich fange mal ganz oben an, damit ich nichts übersehe hier. Wo haben wir sie denn, die Silage? Kann ich die überhaupt verkaufen? Ja doch, ich denke mal. Habe ich bestimmt schon übersehen. Ich bin doch schon längstens drüber weg. Ganz gewiss. Müsli, Honig. Ja, wir haben hier allerhei. Also, demnach muss es ja hier noch Produktion geben. Ich habe mich überhaupt noch nicht so umgeschaut, was für Produktion ich hier überhaupt habe. Ein Bäcker jedenfalls auf jeden Fall. Das sieht man mal schon mal hier. Oh, mit Streusalz haben wir hier auch was zu tun. Mhm. Stroh, Heu, Gras. Ach, hier ist sie doch. Naja, die Preise sind ja nicht so toll. Aber der Viehhandel hat die höchsten im Moment. Da wären wir dort beim Viehhandel halt. Habe ich den überhaupt schon eingefahren? Viehhandel? Kann sein, ich bin jetzt nicht sicher.
Biogasanlage. Da denke ich gerade noch dran zurück, was da letztes Mal los war. Das hat ja nicht so toll funktioniert, aber es muss ja nicht jedes Mal so sein. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Fehler gemacht, das ist ja möglich. Und der Pferdehof hat den niedrigsten Preis, wie ich sehe. Nee, die Planet BGA. Ach, das ist diese ganz kleine BGA, die habe ich entdeckt, ja. Die haben natürlich nicht so viel Geld. Die können keine Horrorpreise bezahlen, wenn man sowas anbringt, ne? Also ich würde sagen, ich nehme da den Viehhandel. Gut, da werde ich mich mal darum kümmern. Mein Gutster, wir laden Ballen. Komm. Wir laden Ballen, wir werden verkaufen. Wir haben jetzt 10.06 Uhr, also es heißt, wir sind im ersten Drittel vom Monat. So. Dann schicke ich dich jetzt zum Viehhandel. Gucken wir mal. Verkauf. Ja, den habe ich. Na, Gott sei Dank. Viehhandel. Dort fährst du hin. Dort wird dir das wahrscheinlich vom Anhänger so runtergenommen. Da fahre ich jetzt nichts ein für Abkippen oder irgend sowas da. Aha, du musst in die Richtung. Ich hoffe mal, das ist richtig. Du wirst schon wissen, was du tust, ne? Muss entladen werden. Da wollen wir doch gleich mal gucken, ob das da auch klappt. Ja, es tut es. Prima. Ja, und der Anhänger gefällt mir. Da passt erstens mal was rein. Zweitens mal ist es kein Drehschemel. Das ist mir sehr wichtig. Und vor allen Dingen das, was reinpasst, ist mir wichtig. Die kleinen anderen zwei, die wollte ich nicht. War nicht so mein Ding, ne? Nö, nö. Ich arbeite lieber mit dem Duo hier. Und mit diesem Duo werde ich alle Felder, also alle Missionen versuchen zu erledigen. Der arbeitet sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt. Ich denke mal, ich muss den äußersten Rand nachher nicht noch von Hand einholen. Wenn ich mir das hier so anschaue, das scheint gut zu funktionieren. Wir haben noch nichts weggebracht und wir sind schon hier gleich, also das erste Drittel haben wir gleich. Ich denke mal, das wird so funktionieren. Aber wir werden sehen. Sieht halt nicht so toll aus. Bei eigenen Feldern würde ich das nicht gerne so sehen. Aber ich würde es, damit keiner hinbleibt, auch erstmal so machen. Und dann würde ich wahrscheinlich so ein bisschen in den Rand ziehen mit einem Landschaftstool, damit ich das dann nachher nicht mehr so machen muss. Da braucht es ja bloß eine ganz schmale Reihe. Das genügt ja dann schon. Und dann kommen die ja schon nicht in die Baumstämme rein, ne? Und hier lassen sie halt diese Ecken, obwohl es mit 10 überlappt ist. Also da wären die sonst noch größer, die Ecken. Die gefallen mir halt nicht so sehr. Aber es ist eben so, wie es ist. Ah, die ist schon fast komplett, die äußere Reihe. Vielleicht hole ich die doch. Könnte ja sein, dass das ein bisschen Gewinn einbringt. Jedenfalls ist er nicht hängen geblieben und hat top gearbeitet bisher. Und das war mir wichtig. Ja. Du wartest schön. Ich finde es auch prima, dass dieser Anhänger ein Verdeck hat. Also, dass es zugemacht werden kann. Das ist klasse. Gefällt mir. So, den werde ich mir vielleicht mal zulegen. So, und wir fahren zum Viehhandel hier. Oh, die Zeit ist gleich um. Donnerlittchen. Aber wir sind gleich da. Bis zum Viehhandel halten wir noch durch. Das wollen wir noch erleben. Und dann schicke ich den zurück. Ich bin gespannt, wie viel so ein Anhänger einbringt. Das möchte ich gerne noch sehen mit euch zusammen. So, das habe ich hier alles eingefahren hier. Jawohl.
Hier war auch ein Zaun rechts, da sind sie regelmäßig hängen geblieben, den habe ich weggenommen. Mit ganz gemischten Gefühlen, aber es hat funktioniert und ich habe nichts zerstört. Da bin ich sehr froh drüber. So, jetzt fahren wir hier vorbei. An der Hackschnitzelgeschichte und Co. und so weiter. Hier haben wir auch schon Stroh hingefahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich dich aber hierher geschickt zum Viehhandelverkauf, ist richtig. Viehhandelverkauf. Ich glaube, du stehst nicht gut drin. Da müssen wir ein Stück zurück, vermutlich. Ich habe das mit einem größeren Fahrzeug geplant gehabt, glaube ich. Ah, hier ist. Hackschnitzelverkauf ist hinter uns hier. Moment mal, wie mache ich das jetzt am besten? Oder muss ich hier weiter vor? Ist das hier? Beim Viehhandel habe ich nämlich noch nichts verkauft. Das ist das erste Mal. Ah ne, Viehhandel Tiere ist hier vorne. Gut, also da muss ich dann doch hier wahrscheinlich nach hinten abladen. Mal gucken, ob ich das einstellen kann. Der holt es mir nicht vom Anhänger. Ja, geht. Na denn ab. Und? Wieso wird das jetzt nicht weiter weggenommen hier? 187, ja, das waren ja auch nur vier Stück waren es. Ja, das stimmt was nicht. Wieso? Das ist doch im Trigger drin, ne? Müssen wir weiter zurück? Vielleicht? Nochmal? Aha, okay. Gut, dann muss ich den Punkt weiter ranziehen. Dann machen wir das mal. Ich habe hier halt überwiegend mehr kleinere Anhänger, nicht diese ganz großen. Aber ich hatte eine Mission hier mal, wo ich mit einem größeren Anhänger arbeiten musste. Und da war das genau richtig. Muss ich das dann so machen, dass der so steht und dann ablädt. Okay, gut. Dann schicke ich dich mal zum Hof zurück. Zum Wartepunkt. Da kannst du ja schon beim Vorbeifahren wieder automatisch aufladen. Das wirst du wahrscheinlich machen. So, na gut. Jetzt haben wir 118.000 schon mal. Also die Ballen werden schön was einbringen. Ich habe da nämlich einiges vor, was ich machen möchte. Ich werde wahrscheinlich damit anfangen, mit dem Geld verdienen direkt am Hof, indem ich Saatgut herstelle und verkaufe. Außerdem habe ich dann eigenes Saatgut für meine eigenen Felder. Und ich habe an meinem Hof ja diese eine Verkaufsstation stehen, bei der ich Saatgut und alles, was ich für die Felder brauche, einkaufen kann. Das möchte ich dort abreißen und beim Händler aufstellen. Denn irgendwie ist das vom Bauchgefühl her der richtigere Weg. Man hat auf dem Hof so ein Teil nicht stehen, wo man einkauft. Das ist unrealistisch. Sowas steht höchstens beim Händler. So, meine lieben Zuschauer, jetzt ist die Zeit aber wirklich um. Ein Stückchen weggehen von dem Grach hier. So, dann verabschiede ich mich für heute erstmal von euch und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich natürlich schon auf eure Kommentare unter dem Video. In dem Sinn sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt gut auf euch auf und bleibt mir bitte schön gesund. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.